Liebe Damen und Herren, liebe Zuschauer, willkommen bei diesem relativ kurzen Video über Bookwidgets und dessen Integrierung mit dem Lernmanagementsystem itslearning. Die Absicht dieses Videos ist nicht zu erklären, was Bookwidgets genau ist und wie es funktioniert. Also sollte das der Fall sein, dann haben wir ausgebreitetere Videos zur Verfügung, wofür ich euch dann auch einladen möchte, euch diese zuerst anzuschauen. Also heute auf dem Programm sehr einfach, wie lädt man eine mit Bookwidgets erstellte Übung auf itslearning hoch und macht sie den Schülerinnen bzw. Schülern zugänglich. Ich befinde mich in meiner itslearning Umgebung und öffne zunächst einen meiner Kurse. Ich habe selber nur einen Kurs, meinen Testkurs, und da klicke ich drauf, um ihn zu öffnen. Und dann wandere ich mit Hilfe der Menüzeile oben unmittelbar in die Ressourcen. Dort wähle ich, um eine neue Ressource hinzuzufügen, und wenn ich diesen Knopf betätige, dann ist es für Bookwidgets wichtig, dass die Übungen überall dort hinzugefügt werden können, wo man Textformatierungsmöglichkeiten hat. Also da gibt's zum Beispiel die Seiten, die Notizen, die Aufgaben und die Aufträge. Es gibt da noch weitere. Aber das Wichtige ist, dass man Textformatierungsmöglichkeit hat. Und zwar deswegen, weil die Bookwidgets-Übungen sich in diesem Puzzlestück-Menü befinden. Wenn ich darauf klicke, dann seht ihr, dass ich die Möglichkeit habe, eine Bookwidgets-Übung zu wählen. Ebenfalls wichtig zu wissen ist es, dass Bookwidgets in diesem Puzzlestück-Menü nicht standard verfügbar ist. Also wenn die Möglichkeit euch fehlt, das heißt, wenn Bookwidgets sich nicht in dieser Liste befindet, dann wendet euch zuerst an den Verwalter bzw. die Verwalterin eurer itslearning-Plattform. Denn dann muss die Anwendung als solches zuerst hinzugefügt bzw. freigeschaltet werden. Und zu diesem Zweck wird ein Schlüssel benötigt sein, der euer Verwalter bei uns erbitten kann. Die dazugehörige E-Mail-Adresse lautet support mit Doppel-P at bookwidgets.com. Bei der ersten Anmeldung werdet ihr auch auf eine Seite umgeleitet, wo zunächst euer Bookwidgets-Konto mit eurem itslearning-Konto verknüpft werden soll. Die Schritte sind aber sehr intuitiv und das Ganze ist im Nu erledigt. Bei mir braucht's das nicht mehr und ihr seht, dass die Betätigung der Schaltfläche mich sofort in mein eigenes vertrautes Widget-Menü bringt. Hier finde ich meine Widget-Übungen, meine Gruppen und so weiter. Und wie gesagt, gehen wir in diesem Video davon aus, dass euch diese Übersicht auch bekannt ist. Ich habe hier links unten die Möglichkeit, ein neues Widget zu erstellen, aber ich kann auch ein bereits existierendes Widget wählen. Ich wiederhole, wir haben andere Videos zur Verfügung, in denen erklärt wird, wie das Erstellen und Einstellen einer Übung genau funktioniert. Also für jetzt wähle ich einfach ein Widget, das ich in Vergangenheit bereits gemacht habe. Wenn ich hier auf Auswählen klicke, dann seht ihr, dass das Widget meiner itslearning Übung als Plugin oder externe Quelle hinzugefügt wird und ich kann jetzt auch ein paar Sachen hineinschreiben, wie auch einige Einstellungen konfigurieren. Ich gebe dem Auftrag zum Beispiel einen Titel, lass uns sagen Europa, und ich schreibe eine kleine Anweisung dazu, zum Beispiel bitte Übung machen und mir zukommen lassen. Sowas, okay? Also hier könnt ihr weitere Daten anhängen und ihr könnt auch die gebräuchlichen Einstellungen noch konfigurieren. Die Einstellungen, die zu itslearning selber gehören, mit denen ihr euch ohne Zweifel besser auskennt als ich. Wenn ich fertig bin, dann klicke ich hier unten auf diesen grünen Knopf und schon ist es erledigt. Die Widget-Übung ist veröffentlicht und meinen Schülern zugänglich gemacht. Jetzt möchte ich euch
etwas Gewaltiges zeigen, ein wirklich kräftiges Werkzeug, das ihr bei Bookwidgets in Kombination mit It's Learning zur Verfügung habt. Und das ist den Live Mode. Und dazu betrachte ich die Lehreransicht links und wir öffnen eine Schüleransicht rechts. So. Rechts bin ich angemeldet mit Student Sam oder Sam Student. Das ist mein fiktiver Schüler in meinem Testkurs. Ich öffne rechts als Schüler die Übung und ich sehe, dass mein Lehrer eine Übung über Europa hinzugefügt hat. Die möchte ich öffnen. Und da lesen wir auch rechts oben sofort, Ihr Fortschritt in dieser Aktivität wird Ihrem Lehrer mitgeteilt. Und das bedeutet, dass der Lehrer Zugriff hat auf die Live-Übersicht. Diese wollen wir nun links in der Lehreransicht öffnen. Dazu sollen wir zur Webseite von bookwidgets.com gehen. Ich melde mich an und dann klicke ich in der Menüzeile links zunächst auf den Live-Tab. Da sehe ich meinen Testkurs von It's Learning, den öffne ich und wir sehen die Übung Europa. Hier wird die Übung geladen, zusammen mit einer Übersicht aller meiner Schüler, die sich in diesem Kurs befinden, unter denen auch Sam Student. Und wenn jetzt mein Schüler anfängt, das auszufüllen, Frage 1, welche europäischen Hauptstädte sind hier angezeigt? Da gibt es zum ersten Berlin. Wenn der Schüler anfängt, das auszufüllen, dann werdet ihr sehen, dass das in der Lehreransicht in Echtzeit aktualisiert wird. Okay? Dies ist Frankreich, also die Hauptstadt ist Paris. Auch hier die Punktzahl wird aktualisiert. Das ist Italien, die Hauptstadt ist Rom und ich möchte sagen, lass uns absichtlich einen Fehler einbauen und die Punktzahl hier bleibt stehen auf 2 von 3. Die zweite Frage lautet, verbindet das Land mit dem übereinstimmenden Monument? Also wollen wir mal hören. Deutschland. Deutschland, hier sehen wir das Brandenburger Tor. Frankreich. Frankreich, hier sehen wir den Eiffelturm und Italien. Italien. Und erneut sieht man, hier wird die Punktzahl sofort aktualisiert. Die dritte Frage ist eine offene Frage, die kann nicht automatisch korrigiert werden. Also ist es auch nicht möglich, um hier eine Punktzahl anzuzeigen. Was stattdessen geschieht, wenn der Schüler hier Sachen reinschreibt, ist, dass hier ein Fragezeichen angezeigt wird. Aber ich kann auch den Namen des Schülers anklicken und dann kann ich auch in Echtzeit, das bedeutet mit ein paar Sekunden, 2 bis 3 Sekunden Verzögerung, mitlesen, was mein Schüler schreibt. Also, was ist dein Lieblingsland in Europa und warum? Lass uns sagen, ich mag die Schweiz. Ich werde dies absichtlich verkehrt schreiben, weil ich die Berge liebe und die Leute freundlich sind. Sowas. Und ihr seht, während ich dies schrieb, wurde es hier automatisch aktualisiert, ist es automatisch erschienen. Wenn ich als Schüler fertig bin, dann klicke ich auf Übermitteln. Ich bestätige nochmal mit diesem Knopf Senden und dann sehen wir, die Antworten werden hochgeladen. Das Quiz wurde erfolgreich gesendet. Die Bestätigung, dass der Schüler eingereicht hat, sehen wir bei Bookwidgets in der Live-Übersicht hier. Dieser Briefumschlag wird angezeigt, wenn der Schüler bzw. die Schülerin das Ganze versandt hat. Als nächstes öffne ich hier die Noten- und Berichterstattung und da sehen wir unter Schülerarbeit die
Europa-Übung. Und auch hier kann ich auf den Namen klicken und dann öffnet sich diese Übersicht. Und in dieser Übersicht können wir nun das Werk uns anschauen. Wir können es betrachten, aber wir können es auch korrigieren und anpassen, wo nötig. Also zum Beispiel hier in der ersten Frage sehen wir, dass der Schüler Rom verkehrt geschrieben hat. Ich kann das Wort anklicken und da eine verknüpfte Notiz hinzufügen. Zum Beispiel, bitte Rechtschreibung beachten. Sowas. Okay? Ich kann auch sagen, gut, ich bin guter Laune und ich möchte meinem Schüler einen halben Punkt vergeben, weil er hat gewusst, was die richtige Antwort ist, aber er hat sie verkehrt geschrieben. In der zweiten Übung hat er alles gut gemacht, also einen optionalen Kommentar, zum Beispiel einwandfrei. So, und dann die dritte Frage. Ich mag die Schweiz, weil ich die Berge liebe und die Leute freundlich sind. Okay, nochmal bitte Rechtschreibung beachten. Und weil wir noch immer guter Laune sind, lass uns sagen 1,5 von 2. Wenn ich fertig bin, dann ist das Einzige, was ich noch tun soll, diese Arbeit meinem Schüler zurückschicken. Und das kann ich tun mit Hilfe dieser Pfeiltaste. Wenn ich da draufklicke, dann erscheint hier die E-Mail-Adresse des Schülers, die in It's Learning hinterlegt ist. Und auf diese Art und Weise könnt ihr sehr einfach sofort diese Arbeit zurückschicken. Ich kann den Betreff der E-Mail ändern, ich kann die Nachricht der E-Mail ändern, werde ich jetzt nicht tun. Ich klicke einfach auf Senden. Und damit ist das Ganze auch erledigt. Ich habe die Arbeit meinem Schüler zurückgeschickt. Und auf diese Art und Weise kann man sehr einfach, sehr intuitiv Übungen machen innerhalb von It's Learning mit Hilfe von Book Widgets. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche weiterhin einen wundervollen, schönen Tag. Tschüss!